Was ist kalte Zeug vom Himmel gefallen? Was sein? Ja, Schnee. Kalt, ja. Ja, wo ist jetzt euer starkes Verteidigungsding? Die Laruba-Ruinen sind übrigens immer noch so. Oh. Wer stört meinen Schlummer? Nu, ich versuche ein wenig die Augen zuzumachen. Ich ändere Eilers Namen, dann muss ich ausruhen. Nu. Nein! Eiler bleibt Eiler. Schlaf gut. Ich vergaß, diesen Stein brauche ich nicht. Bitte sehr. Ein Silberstein? Schlaf gut. Eiler? Ah, super Falle macht Falle stärker. Silberstein, Schlagtanz. Schauen wir doch mal. So, einmal sortieren. So, jetzt aber Zusatz Flair-Weste, Muskel, Blaustein, Omega-Fackel, ewig dunkel und Schlagtanz, okay. Mal gucken. Für wen ich, oder besser gesagt, wen ich da alles brauche. Rotblatt, Zahn, Horn und Feder. Oh, ohne viel. Und hier noch meine ganzen Pillen, die ich gefunden habe. Die muss ich auch noch. Hasspille. Ich bin am überlegen, ob ich die Robo gebe. Lapis. Silberstein. Mann, ich will doch nur wissen. Es ist ein Zusatz-Item. Wo finde ich denn das jetzt nochmal hier? Aber da ist ja normalerweise alles. Oder auch nicht. Komm, Handschuhe. So, ist jetzt drin. Weil ich würde gern wissen, wen ich da alles dafür brauche. Da, Silberstein. Ach so, Frog, Robo und Eiler. Aha. Hat Eiler also auch noch mal eine Trio-Tech zum Erlernen. Und wo ist jetzt hier die Verteidigung vom Dorf? Nee, das war nur Asalas. Keine Ahnung. Dann gehe ich jetzt mal in die dunkle Ära. Danach gehe ich in die Gegenwart, werde dort jegliche Siegel brechen. Und nachdem ich das erledigt habe. Oh, düste Omen. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass sie auch den. Ah. Finally. Zufluchtsort. Achso, das war zum Speichern und Co. Hier Zufluchtsort. Jo. Einkaufen? Gerne.
Ewig Panzer, ewig Helm. Tonic, Tonic Med, Tonic Voll, Heilung, Belebung, Unterkunft. Ether, Ether Med. Bis bald. Er hat neue Waren. Ja. Lieber wär's mir, wenn ich mal Lapis kaufen könnte. So, dann erstmal auf in die Gegenwart. Das Siegel haben wir ja schon gebrochen, ne? Yep, haben wir. So, dann. Medina gab's, glaub, keine Siegel zu brechen mehr. Laden. Wohnhaus. Friedensstube. Ich glaube, hier gab es doch noch eine Siegelbox. Die ich... Ja. Jetzt haben wir die blaue Weste. Die ist, glaube ich, Schutz vor Wasser, Eis, Magie. 50%. Können wir aber, glaube ich, auch verkaufen. So. Einmal in die mittlere Ära. Nochmal zur Stube. So. Und hier noch die Box öffnen. Jetzt haben wir nämlich zwei blaue Westen. So, schauen wir doch mal. Oh, falsche Taste natürlich mal wieder. Blaue Weste blockt 50% von Wasserangriffen. Yep. So. Auf in Epoch. Dann hierhin. Allerdings in die Gegenwart. Da werde ich dann noch in der Gegenwart die ganzen Siegel in der Burg brechen. So, und nachdem das erledigt ist, mal gucken. Halt, hier gab es ja nur was zu essen und so, ja. Dann können wir eigentlich auch das Düster oben in den Griff nehmen. Ne, hier war nix. Hier war nix. Hier war keine Siegelbox. Hä? Vielleicht auf der rechten Seite. Drei, vier. So. Jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Vielleicht war auf der rechten Seite, auf der... Ich meine, im Schloss gab es auf alle Fälle eine Siegelbox. Das darf doch nicht wahr sein. Boah. Oder gab es nur in der Vergangenheit eine Siegelbox? Oh nein. Oder habe ich in der Vergangenheit schon die Siegelboxen hier geöffnet? Wenn ja, dann ist scheiße. So, schauen wir doch mal. Nö. Nö. Nö.
Geht's nur in Lenas Gemach? Doch. Prinzessin Lena. Jetzt noch hier schon. Das kann's doch nicht sein. Ich habe ich doch noch keine Siegel gebohrt. Na also. Aber warum war in der Gegenwart nichts? Rote Weste. Okay, die kann ich eigentlich vergessen. Weil wir haben ja die Rubinwesten und die blocken 80% vor Feuerangriffen. Aber ich dachte gerade, das kann's doch nicht sein. So. Laden. Was können wir hier nochmal kaufen? Tonic, Tonic Med. Ah, nee. Und tschüss. Wohnhaus. Laden. Dorino-Stube. Ah, gut, hier gab's schon mal. Keine Siegelbox. Robo ist am Schuften Ältestenhaus. Ne, hier gab es aber keine Siegelbox, oder? Gut. Ältestenhaus, hier. Gab es hier eine Siegelbox? Zwei sogar, alles klar. Dann erstmal Zeitreise in die Gegenwart. Gutsherrenhaus. Nö. Aber da oben war's. Yep. Eine schwarze Weste bekommen. Und eine Schneeweste erhalten. Ist ein bisschen kurios, die schwarze Weste blockt 50% von Schattenangriff und die Schneeweste blockt 50% von Gewitterangriffen. Stattdessen eine gelbe Weste und... Na gut, Schattenweste passt eigentlich. Aber Schneeweste? Naja. Zeitreise. Ja. Bitte herausnehmen. Schneeweste. Und die schwarze Weste. Gut, damit hätten wir soweit meines Wissens sämtliche Siegel gebrochen. Oh, Goldanzug, Barett. Wo kann ich doch mal Lapis kaufen? Jetzt können wir eigentlich auch gegen Lavas antreten. Wäre aber Schwachsinn, deswegen gehen wir jetzt einfach mal in die dunkle Ära. Euler. Nee. Ups. Bisschen nach rechts und jetzt nach oben. So, da ist das Düster oben. Ich muss erstmal nach der Ausrüstung gucken.
Zeitreise in die Gegenwart. Eieieiei. Ich sag's euch, das ist echt grad. So, Fionas Kapelle. Jetzt verkaufen wir erstmal Schneewesten, die schwarzen Westen, die rote Westen, die blaue Westen, Memo-Kappe, verändert Sichtkappe, die brauchen wir, Dunkelhelm, verkaufen, Ewighelm, Rubinrüstung, Krisenarm. Gut, jetzt kaufen wir Wachhut, Status, Stopp langsam, Siegel. Also ich kaufe Chaos, genau. Kaufen wir zwei Stück. Hat jetzt einen ganz besonderen Grund. Nee, das machen wir von der dunklen Ära aus. So, Sichtkappe. Frog, du kriegst die Sichtkappe. Novapanzer, Rubin. Ja, ist in Ordnung. Und du kriegst die Sichtkappe. Und auf zum Düsteromen. Hops, hops, hops. Hier können wir übrigens, wenn wir drauf drücken, wieder zurück zur Epoch. Erstmal speichern. Nein! Ich Idiot. Bin ich ein Idiot? Ja, bin ich. Erstmal dunkler Nebel. Oh Mann. Oh, Markus lernt schwarzes Loch. Doppeltech Wurfkick gelernt. Sehr schön. Handschuhe, Hellenamulett. Yo. Du, mein Lieber, du bekommst Arschlecken. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da. Grobo! Du kriegst wieder den Hassgurt. Luca, du bleibst dabei. Marley, du kriegst die Schleife. Markus, mein Lieber, du verzichtest wieder auf die Handschuhe und kriegst dafür die Goldnadel. Oh, ja. Objekte, ich alle geheilt. Heter. So. Nochmal speichern, denn jetzt geht's rund. Narren, begreift ihr es immer noch nicht? Wir sind unsterblich. Mit Lavus, der die Erde im Schlaf aufzehrt, werden wir ewig leben. In knapp 14.000 Jahren wird Lavus genug Energie besitzen, um zu herrschen. Das Düsterorm ist die Pforte zu Lavus. Es ist ein Heiligtum, welches uns unbegrenzte Macht verleiht. Solange der Mächtige regiert, sind eure Träume umsonst. Ich hasse den Gegner.